Samstag, gestern hat er geschlossen. Leute, die reden ja Englisch. Deutsch antworten, englische Dings. Was wäre da? Hätte er Englisch geredet? Ich höre da nichts. Ich hab da. Welcome here to the show. Ja. Wieso hast du denn das gehört und ich nicht? Du bist doch über SharePlay drin. Hast du es nicht gehört? Sonst? Nein, ich höre nichts. Hä? Sie hat gerade gesagt, dass die Presse vorbei ist. Jetzt höre ich aber deinen Ton. Ich höre deinen Ton, du hörst nichts. Wieso so, hast du den eins. Sound und ich hey, nicht? Hey Leute, ich bin das finde ich cool. Ach komm, let's go. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop-Spielerkarriere zusammen mit dem lieben Jan. Servus, meine Freunde. Was hat das? Ja, egal, wir lassen das so drin, ich schneide das jetzt selber nicht raus. Nee, also, so auch. Weiß ich auch nicht. Darf ich die Zuschauer begrüßen? Wir sind zu einem neuen Verein gewechselt. Es ist nicht Liverpool, es ist Manchester United. Die sind ja eh gerade so ein bisschen so, keine Ahnung, diese Neuentwicklung, die wollen richtig Gas geben und da haben sie uns beide geholt als Doppelsturm. Wir haben ja das Ganze jetzt bei Dortmund eine Saison lang gut und erfolgreich gezeigt, Rekorde eingestellt, Spaß gehabt und es hat super harmoniert und das Gleiche wollen wir natürlich hier umsetzen. Das gleiche Konzept hat sich Manchester United jetzt für uns auch quasi so überlegt und das werden wir jetzt da mal ausprobieren, wie das in den ersten Spielen, in den ersten Folgen dann abgeht. Wenn euch das Ganze gefällt, unbedingt einen Daumen nach oben da lassen und jetzt kommt die krasseste Änderung. Es gibt das Ganze auch bei dir, aber ja, auf deinem neuen Kanal, absolut Mr. Dopulus. Leute, den werdet ihr wahrscheinlich noch nicht kennen, also vielleicht, ich weiß es nicht. Schaut rechts oben beim i unbedingt bei Mr. Dopulus vorbei. Da wird nämlich jetzt dann immer Jans Sicht kommen, Jans Folge kommen. Ja, das Prinzip bleibt ja gleich quasi. Eine Folge bei mir, die nächste bei Mr. Dopulus daneben, dann wieder bei mir, dann wieder bei Mr. Genau, Dopulus. Genau, und alles zusammen ich bin, in der Playlist. Ja, in der Playlist, alles so genau. Playlist, Folgen ist nice. Verpassen. Okay, ich bin sehr gespannt. Gegen Liverpool ist Pokal, Community Shield, ich habe keine Ahnung. Das spielen wir jetzt auf jeden Fall. Dann in der Liga werden wir wahrscheinlich erstmal nicht spielen, aber mal gucken, wann uns der Trainer mal einsetzt. Wir lassen das erstmal auf uns zukommen. Jetzt ist erstmal Pokal, da fokussieren wir uns und da habe ich Bock drauf und das ist total cool, oder? Ja, darf ich nochmal darauf hinweisen, dass Manchester United ja natürlich auch den Weltrekord-Torschützen gekauft hat, weil ich halt ja den Weltrekord ja, der meisten geschossenen. Ja, genau. Und aber um das nochmal anzumerken, genau, Weltrekord in der Champions League. 19 Tore. Habe ich von 17 Toren auf 19 Toren hochgeschraubt. Also ob Leute, ich das selbst sich nochmal knacken kann, eher schwierig, würde ich sagen. Das hat sich hier auch ausgewirkt. Man sieht's, ja, ich habe mich auf eine 81 verbessert jetzt in der Zwischenzeit. Und Jan hat sich auf eine 82 verbessert. Plus 4, also boah, der und Wahnsinn. Plus 4, also du bist auch noch vorm Start. Also du legst schon direkt los, obwohl die Saison noch nicht mal begonnen hat. Ich bin sehr gespannt, was ich hier reißen kann. Ich meine, du bist jetzt 24 und ich bin 19. Also für beide ist eine krasse Zukunft noch prognostiziert. Also egal, wir starten jetzt erstmal rein ins Spiel. Oh, ich bin RM. Fuck off. Oh, jetzt stellst du den neuen Rekord auf. Oh. Was war denn das für ein Arsch? Ich höre nichts, aber ich sehe Flammen, Alter. Ich hab Bock. Geil, Manchester gegen. Jetzt höre ich was. Ich höre tatsächlich Sound. Junge, können wir direkt 10 Folgen aufnehmen? Leute, ich spiele zwar immer nur über SharePlay, aber jetzt höre ich Sound, jetzt bin ich noch besser. Let's go. Also Nummer 11, Nummer 12 sind gleich geblieben. Blauer und roter Pfeil sind auch gleich geblieben. Ich bin der blaue, Jan der rote. Die Schuhe haben sich bei mir ein bisschen verändert. Bei mir auch. Und goldene Schuhe passen zum Weltrekord. Ich glaube, deine Haare sehen auch ein bisschen nass. Was man ja, das stimmt. Ja, ich war beim Friseur. Das ist ja, das habe ich auch irgendwie mitbekommen. Aber ansonsten anders Trikot und alles andere ist alles geil. Anders. Also wir sind gut. Ja, fast alles anders. So heißt jetzt fast die Folge. Fast alles anders. So heißt die Folge. Oh mein Gott!
Oh, uff, nein! Das war sehr das? Den ja, musst du ja auch machen. Da ein sehen wir Jan Odopoulos. So wie ich sehe. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Oh! Oh, ich hab abgespielt zu dir. Willst du eigentlich passen, oder? Ja, ich weiß nicht, ich hab doch gemacht, ich hab doch gedrückt. Das dauert alles so lang. Junge, oh mein Gott, so ein cooler Typ. Ich hab nichts gedrückt, kein L, sei nix. Der wäre viel besser gekommen, wenn ich das gedrückt nicht gemacht hätte. Ja, das ist richtig, Dreieck. Willst du das mit Abseitsfall eigentlich machen? Ach so, ich, oh, ey, nein, musst du nicht, nein, es kann Spaß. Ich schneide das so mit rein, dass du das gemacht hast. Ey, die haben coole Trikots, fuck auf, Alter. Du hast uns gerade ein Tor gegönnt. Ja, ich wollte, dass du auch noch einen schießt, ne, ist klar. Ist ja hier Patch jetzt und so, ne? Also, wir können ja jetzt gar nicht gut sein. Stimmt. Und meine Haare in echt sind anders. Oh Gott. Oh, ich mach einen guten Pass. Und der schießt dir nicht ins Tor, oder? Lass Warum hat er mit rechts, mit links? Warum hat er nicht... Rechts, ist links. Der doof? Oh. Warum schießt er da mit links? Ich bin ja, rechts. Ja, und ich hab... Ich bin rechts. Och nee. Und jetzt. Gib mir den Ball. Ja, yes. 1:0, 32. Spielminute im neuen Trikot. Yeah. Ah, ja. Guck mal, da ist unser Trainer aus mit dem Menu-Trikot. Vor allem der andere Trainer nicht, halt nur unser. Siehst du ihn da rechts oben? Siehst du ihn? Da, guck, da ist er. Ja, rechts. Ich sehe ja ihn. Da ist er, da. Ist da, jetzt wieder, da ist er. Ja, Halbzeit auf jeden Fall. 1:1, spannendes Spiel tatsächlich. Auf Augenhöhe würde ich auch sagen. Wir haben Chancen, die haben Chancen. Ja. Ich habe auch Spaß. Die haben Ballbesitz. Wir haben Ballbesitz. Und die haben Tore, wir haben Tore. Und meiner ist dann reingerannt, weil er gesehen hat, was für ein Scheißpass. Oh mein Gott. Da war die Abseitsfalle auf jeden Fall nicht da. Nee, habe ich auch nicht gedrückt. Aber das 2:1. Ja. Jetzt mal drücken müssen. Ich werde blockiert. Ah, oh, wenn ich da durch die Lücke... Du hast dich nicht schön freigelaufen. Das war's. Die Lücke habe ich so gesehen. Vorder doch, Jan! Jetzt vorder! Jetzt glaubst du nur, was ich mache? Nicht abpassen auf jeden Fall. Jetzt pass! Digga, zurückziehen! Oh! Ist so komisch! Dieses Zurückziehen ist so komisch! Das ist so bam, 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 bam! Jawoll, 2:2. Und der Doppelsturm schlägt gleich ein. So hat sich das natürlich Menu vorgestellt. Komisch! Der das ist so komisch, Alter! Du hast ihn auch getunnelt, jawoll, der hat sich Allison hat Spaß. Junge, ich wusste schon am Anfang an, seitdem ich den Ball hatte, dass ich den jetzt genau so ins Tor schieß. Weiß, ich stand dreimal so komplett frei, er dreht ich immer zurück. Richtig. Lauf links lang. Ah, zu spät. Ja, ja, das hab ich schon gecheckt. Ich war mir noch nicht sicher, ob die Lücke aufgeht oder nicht. Aber als ich dann gesehen habe, sie geht auf, dann... Nee. Haben sie nicht gemacht. Oh nein. Was sind die denn so krass? Wieso schießen die Tore? Hä? Und warum rennen die immer zu Kloppo? Oh Mann, die haben nur noch 5 Minuten und das auf einer Spielzeit, die ungefähr nicht vorhanden ist. Komm, spiel! Pfeift doch nicht ab! Ja, nur wegen Schiedsrichter verloren. Greenscreen hat Bock auf jeden Fall. Ja. Ja. Zwei zu drei haben wir verloren, beide ein Tor gemacht. Ja, war natürlich schwierig, natürlich auch gegen Liverpool. Naja, ja, wir gucken mal, wann wir in die Liga eingesetzt werden, den Super Cup. Mal weiter, ne? Genau. So Leute, Spiel gegen Liverpool, warte, was, nochmal? Ja, tatsächlich, in der Liga das erste Spiel gegen Liverpool, aber ihr seht schon, Startaufstellung ist nicht ganz so angesagt, deswegen spielen wir das Ganze in der Simulation und wir gucken mal, was bei rumkommt. 2:2, diesmal haben sie das 2:3 nicht gemacht, aber
Ähnlicher Spielverlauf. Ein Tor wurde ja aberkannt, scheinbar, so wie es ausschaut. Also war ein ähnlicher Spielverlauf für dich. So, zweites Spiel und wir stehen wieder nicht in der Startformation. Also das wundert mich jetzt schon ein bisschen gegen Aston Villa. Vor allem natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, weil wir ja gut trainieren und auch spielen wollen. Aber naja, auch das gibt es dann halt in der Simulation. Macht der Aufschwung, so ist es halt. Aber wir gewinnen mit 1-0 drei Punkte, das ist schon mal nicht schlecht. Boah, aber jetzt, nur 1-0 und obwohl die eine gelb-rote Karte sogar bekommen haben, also... War das so, ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber jetzt, komm Trainer, müssen wir nochmal spielen. Ja, und tatsächlich ist es soweit, das Heimspiel gegen Arsenal dürfen wir ran. Die Elf ist auf jeden Fall fit, die Elf ist auf jeden Fall gut. Und Jan und ich, wir sind natürlich auch am Start. Also plus 6 und ich auch endlich mal mit einer Pluszahl. Nein, aber das kriegen wir auf jeden Fall ganz gut hin. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt dann auch beweisen können, weil ich will natürlich öfter spielen, das gibt's doch nicht. Hey, eine Fünferkette, also das ist schon mal hart. Mal gucken, wie viel Premier League-Einsätze wir bekommen, weil man muss ja auch sagen, in der Bundesliga, na, 50% oder so haben wir nur gespielt, nicht ganz so viel. Die Hälfte. Ja, aber die haben uns ja jetzt gekauft, wir sind ja jetzt gut. Also, ja, jetzt ist also, come on. Ja, nochmal zurück, weil. Och, was. Das Abseits war. Alter, vorher nicht erst. Neue Position. Das war sehr interessant. Ja, Junge, erstmal einen Kilometer alleine rennen und dann 1-0. Was machst du denn immer, Alter? Ich zerstöre die Kette einfach alleine. Wozu brauchen wir einen Sturmpartner? Weiß ich gar nicht, war total unnötig. Dass Manchester da so viel Geld auch noch für einen weiteren Spieler ausgegeben hat. Ist gar nicht, warum das nötig war. Naja, egal. Das ist das erste Premier League-Tor jetzt. Ja, erstes Premier League-Tor. Im ersten Spiel. Also ist nicht schlecht. Immer drehen. Ach, dreh dich doch. Nein. Fuck you, Alter. Ich habe ein bisschen gewartet und dann. Ich glaube, die Halbzeit 2. Ja, Halbzeit. Boah, er dreht sich. Aber nicht so wie du. Junge, was war denn das? Oh, was eine Torvorlage! Was war das denn? Erstmal nochmal Ball holen. Die werden direkt das nächste Tor schießen. Yes, der Mike, der Vorlagengeber. Dafür bin ich auch eigentlich da. Ich bin ja nicht für die Tore. Aber das war schon crazy. Also ich meine, es hat gut funktioniert. Dadurch hat der Ball so diese Luft, diese Höhe diese gehabt, dass du ihn so chippen konntest, so ganz locker easy. Naja, wäre da flach gewesen, aber hätte ich den wahrscheinlich nicht reingeschossen, glaube ich. Also da wäre der Torwart, hat halt schon eher, aber es war schon crazy, was ich da gemacht habe. Nee, komm mal jetzt, 3-0 kommt noch. Ah, wenn ich nicht in den Gegner reinlaufe. Liegt natürlich aber nur am PS4-Controller. Oh, Jan. Junge! Eieiei, da geht er wieder rein. Dafür haben sie dich ganz gekauft, aber dafür bist du. Also du bist halt anderen Werten zu gut. Du bist den anderen Werten zu gut, dass sie dich deswegen nicht kaufen wollen. Also in der Premier League muss man auch Härte zeigen. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei drin, das ist schon nicht schlecht. Oh. Ja, die Härte wird gleich gezeigt vom Schiri, Junge. Beglückt wünscht er mich. Ja, Auswechsel. Du kriegst nichts dafür! Nein, dafür doch. Natürlich, ohne Gelb. Junge. Erste gelbe Karte im ersten Spiel, aber halt auch zwei Tore. Das ist halt eben genau dieser Punkt. Oh, vielleicht drei Tore! Was für zwei Tore! Hattrick! Warte, ich hole den Ball. Vor dir. Ach, ich riskiere. Ich würde. Oh mein Gott, wir laufen zusammen! Was ist denn jetzt? Wie hast du das gemacht? Oh mein Gott! Das ist ja neu. Ey, wieder durch die Beine. Die drei Tunneltore in einer Folge. Das sehen wir wahrscheinlich genauso wie Zederbaum-Container. Präsentiert Ihnen die aktuelle Zuschauerzahl. Hublot. Ja, erst einmal abholen, das ist das Wichtigste. Also ich meine, wir sind auf Platz 2 und Chelsea auf Platz 1. Chelsea hat ja Havertz, Werner und so. Wir machen den jetzt deutsche Konkurrenz einfach.
die Deutschen erobern die Premier League. Alter, unsere Moral ist richtig schlecht. Ich habe auch Bissigkeit, Junge. Ist rot. Moral, deine Moral ist schlechter, aber deine Bissigkeit, Junge, deswegen bist du so gut. Egal, Leute, das ist die Aufstellung und ja, wir spielen tatsächlich wieder gegen Everton, also das hat ihm gut gefallen und auch wieder zu Hause und so, das ist alles ganz nice gewesen und auch ganz nice, immerhin noch, genau. ja, das ist das letzte Spiel dementsprechend der heutigen Folge und ich bin gespannt, gegen Everton, gegen James Rodriguez. Let's see. Leute, wir sind wieder zu Hause. Wir spielen wieder in der Startaufstellung und das heißt gegen Everton Gas geben und siegen. Oh, der ist dick. Ziemlich, ja. Sieht nicht ganz so gut aus. Vor allem mit den Haaren, Alter. Wie platt sieht das denn? Muss mal wieder duschen, ey. Richtig ekelhaft. Maybe abseits, maybe nicht. Ja, abseits. Ich hätte ja ansonsten drüber gespielt. Ja, ja, ich war dabei gerade, mich freizulaufen, also mich, also, ja, ne, und so, ja. Den Weg. Also, da kannst du mir keinen Vorwurf machen. Was ist das? Ja, da kann falsch, ich dir falsch kalibrierte Linie. Ja, Videoschiedsrichter, bitte. Ja. Jetzt das zweite Tor war okay, aber das erste Tor war schon echt lächerlich. Oh Gott! Das war auch lächerlich, dass du den nicht reingemacht hast. Ja, ich mache meine Tore eh in deiner Folge, also ich brauche mich gar nicht anstrengen. Ja. Das ist doch immer so. Nein! Doch, 1-0. James Rodriguez, genau wie in echt, das haben sie in echt 50 Mal so gemacht. Ich habe die letzten paar Spiele verfolgt. Und echt, von Everton oder was? Ja, und die haben ohne Spaß, die haben in echt immer so gemacht, dass sie einen langen Ball an den zweiten Pfosten und da stand immer James Rodriguez und in dem Fall ist es auch so. 1-0. Ah, abseits, oder? Nee. Ich nicht, oder? Was? Dass das abseits war? Wieder knapp. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich dachte nicht, dass es abseits ist. Alter. Ey! So, die Linie falsch kalibriert, ey. Es gibt's doch nicht. Was für Pech. Hau mal da rein. Ich hätte mal die Passwerte hochgestellt. Die hab ich tatsächlich nicht so hoch. Affe, Alter. Nein, James Rodriguez. Das haben sie echt nicht so gemacht, aber trotzdem unlogisch, trotzdem nicht. Es ist immer James Rodriguez. Wir liegen 2-0 zurück gegen Everton. What the fuck? Ich meine, Everton ist nicht schlecht, aber auch nicht so gut eigentlich. Schießen. In Anschießen, ihn mit ins Tor. Oh ja, ich hätte mal die Passwerte, Junge. Jetzt mache ich ihn. Oh, wie so früh in der Woche, Mann! Wie kann man den verkacken? Autismus war auf jeden Fall gerade am Start. Ich bin. Alter, aber. Nee. Ich krieg noch eine Chance. Oh, endlich! Yes. Endlich! Oh, da war aber deine Ballmitnahme auch. Die hat reingescheppert. Einfach. Also. Ah. Wenn die nicht so krass gewesen wäre, dann wäre es. Auch gar nichts gewesen. Alter, Junge hat die reingescheppert. Aber also, das Ding war jetzt auch mal schön ins Eck. Ja. Ausnahmsweise mal gut getroffen, aber die Annahme, da hast du natürlich recht, war auch richtig gut. Und endlich, mein erstes Premier League Tor doch noch in meiner Folge und nicht in Jan, so wie es immer ist. Crazy, crazy. Und auch eine Vorlage von dir, sehr schön. Guten ja, immerhin noch das wichtige 2-1 in der ersten Halbzeit. Ne? Das ist ja auch schon mal was. Ja, vielleicht 2-2. Oh! Nein, James, Alter, das ist so ein Spaß. Der ist so ein Alter. Junge! Der schießt alles rein, ey. Was soll das denn? Ich hasse dafür James Rodriguez und Carlo Ancelotti, dass die zwei das wieder machen. Auch in echt. Also ich meine, ich gönne sie ihnen in echt, aber hier im Spiel gerade nicht. Warum? Junge, James ist Deck den doch da unten, mal, Alter. Da ist kein Mensch bei dem. Ja, das war, ich weiß nicht, also. Oh mein Gott, so, nochmal. Oh, ey, nein. Ich gehe mich so verkaufen, kann die mich bitte wieder ausleihen? Es kann doch nicht sein. Oh, dieses Spiel hat so mir gehört. Ich hatte so viele Chancen durch dich alleine, ich, auch immer, ist es mir egal. Und ich hab's einfach nicht gemacht. Und James.
Ja, Alter. Das schmeckt auf jeden Fall, ey. Der Typ ist so krank. Er will die Torschützenkanone auf jeden Fall. 4-1. Ja, im Gegensatz zu mir scheinbar schon. Alter. Oh mein Gott. Was war das denn? Wie die Flanke allein schon. Und dann... Aber wie ich mich davor noch bekommen habe. Boah, Alter. Der Ball einfach... Du hast dein Bein einfach so ganz kurz auf 20 Meter Höhe gestreckt und dann wieder runter. Oh yes. Ah, ja, voll. Ja, ja. Da hat der Torwart keine Chance mehr gehabt. Alter. Du machst die LED-Bande kaputt. Ja, du kamst auch hinterher. Also... ja, für so schlechtes Spiel, für so schlechte Schüsse manchmal von mir, war das natürlich jetzt ein Bombending. Ja, der ein Doppelpack ist auch ordentlich geil, aber ja, es war viel mehr drin, von meiner Seite aus natürlich. Ja, bitter. 4-2 ist natürlich jetzt nur noch Ergebniskosmetik. Spiel ist vorbei, 2-4 haben wir das Ganze verloren und naja. Bitter. Der 10,0, obwohl das alles nicht ganz so perfekt aussah. Zwei schöne Tore waren trotzdem dabei, zweimal in diese Ecke volle Kanne rein. Ich bedanke mich hier für die erste Folge fürs Einschalten. Schaut jetzt unbedingt bei Jan vorbei, da wird dann morgen schon die nächste Folge kommen auf Mr. Dopoulos. Unbedingt abonnieren, natürlich genauso wie diesen Kanal. Playlist abchecken, kennt ihr ja, dann verpasst ihr sowieso nichts. Und dementsprechend... verabschiede ich mich und wir sehen uns morgen bei Jan. Macht's gut, haut rein, bis dann und ciao, ciao. Ciao.